So, da bin ich auch schon wieder mit einer schönen Tasse Kakao. Fand es übrigens sehr lustig, dass meine Playlist gerade Route 10 Musik ausspucken wollte, als ich weitergemacht habe, weil wir die ja quasi gerade die ganze Zeit zwischendurch hatten und alle so toll fanden. Weiter geht's! Gracie ist voll gehypt heute irgendwie, ich merke das schon. Aber ist doch schön. So. Dann schauen wir doch mal. Die SS Wake ist noch nicht wieder zurück. Aber wir können in der Zeit kämpfen, um die Zeit so ein bisschen totzuschlagen. Okay, von mir aus. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ich sagte gerade noch ganz zuversichtlich, ich werde bestimmt nicht angefallen. Wie hoch bist du vom Level her? Das geht. Nur... Aquabälle. Die hätte ich auch gerne. Oder Surfer. Ich bin auch gehypt. Fungeneer. Hier, wenn, dann musst du Eclair Nope machen. Das ist doch der Inbegriff von Hype. Hallo, hallo. Ich habe auch gerade noch mal ganz kurz ein bisschen Wäsche weggelegt in der Pause. Das Lied war lang genug dafür. Weil ich habe heute nämlich so ein paar Meri-Sachen gewaschen. Die müssen ja immer einzeln gewaschen werden. Unter anderem halt, ui, die Decken, die ich im Käfig liegen habe. Und ich habe ja auch eine Kuschelröhre und so ein Bettchen und sowas. Das muss ja auch immer regelmäßig mal gewaschen werden. Du kriegst es halt nie hundertprozentig sauber, weil Tiere halt. Ist halt so. Aber zumindest so ein bisschen Wolle zieht. Eigentlich habe ich Razor Leaf. Die Sache ist, Wolle zieht trifft ja mindestens zweimal. Das heißt, es hat halt mindestens eine Stärke von 50. Prinzipiell. Und Razor Leaf hat halt 55. Also könnte man das eigentlich ganz gut nehmen. Ich glaube, ich mache nur erstmal Erstauner weg, weil ich mache Erstauner sowieso irgendwie nie. Dann kann ich mir das nochmal überlegen. Ja, wir haben drei Meerschweinchen. Und da muss ich halt, wie gesagt, ab und zu so ein bisschen was waschen. Die Sache ist, wenn du Tiere hast, egal was du für Tiere hast, solange die Fell haben, du kannst noch so oft putzen und egal, wo du dich aufhältst, du wirst immer irgendwo Tierhaare finden. Das bleibt dann einfach nicht aus. Wow! Das war großartig. Und welche Überraschung, das Schiff kommt gerade wieder. Gutes Timing, die SS Wake ist angekommen. Ich sag mal, jedes Tier mit Fell macht Dreck. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Tiere ohne Fell auf ihre Art und Weise auch gerne Dreck machen. Also, irgendwie hast du die immer überall. Überall Streu. Ja, ich benutze ja keinen Streu mehr seit einiger Zeit. Ich benutze ja jetzt wirklich diese Meri-Decken. Die sind ja explizit für Nagetiere und sind auch super dick und super flauschig und extrem saugstark. Und die Meris leben diese Decke einfach. Die liegen da so oft irgendwie so zusammengerollt drauf. Also das ist schon ganz süß. Deswegen Streu-Probleme habe ich gar nicht mehr. Aber Heu und so fliegt halt auch immer überall rum. So, Zabulu Island, genau. Schade, ich habe gar nicht gesehen, was da unterwegs vielleicht gewesen ist. Ich dachte vielleicht so ein bisschen wie in Höhen oder so. Jo. Ja gut, Chip, du hast ja auch einen Hamster, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Hamster buddeln ja auch super gerne und bauen sich ja auch gerne so ein Nest und so. Deswegen, klar, Hamster brauchen ein Streu. Aber Meerschweinchen eigentlich nicht zwingend. Die haben es einfach nur gerne bequem. So. Ich bin über jeden Top informiert, hallo? Also abgesehen davon, dass es 10 Nachrichten weiter oben steht, dass sie einen Hamster hat, aber ich hätte es auch so gewusst. Er muss immer top informiert sein, hallo? Was schöne Musik. Dann können wir uns hier auch mal so ein bisschen umschauen. Es dürfte ein neues Gebiet sein und eigentlich ja auch eine Sackgasse, oder? Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz auf die Karte gucke, so oft gucke ich nie auf die Karte. Ja, genau, es ist hier eine Sackgasse. Das ist ja schon wieder ein anderes Gebiet. Nemesis Cave. Ja.
Ich bin ja nicht bei jedem über die gleichen Sachen informiert, ne? Es ist immer so, man muss Prioritäten setzen. Ich weiß zum Beispiel mit Treudro, dein Lieblings-Emote ist der Fungineer. Solche Sachen sind relevant. So, hier unten war weiter nichts. Okay. Zabulu Island. Die Insel des Potenzials. Okay. Pokémon Center. Ja, wäre ganz nett. Hallo Steve. Oh, da ist das Pokémon Center. Ja, Gracie, von dir weiß ich überhaupt nichts. Also, nein. Also, ich hatte mal irgendwo einen Zettel, Gracie. Da standen sämtliche Maße von dir drauf. Stichwort Cosplay-Bestellung. Aber nein, ich weiß von dir gar nichts. Überhaupt nichts. So, dann fangen wir doch mal hier an. Zabulu Island wird mit dem Megaring in Verbindung gebracht. Boah, ich überlege gerade. Mega-Entwicklung, ja. Gab's in dem Spiel. Hatten wir damals nicht irgendwie ein Shilock, was potenziell sich mega entwickeln konnte? War das nicht so? Boah, ich meine gerade, dass wir damals halt ein Mega-Turtok hatten, was wir dann auch mitgenommen haben. Problem ist, wenn man hier tatsächlich, ich weiß es nicht mehr genau, einen Kanto-Starter geschenkt bekommt auf Basis des eigenen Starters, hatten wir damals halt Panflam als Starter, glaube ich? Nee, gar nicht. Wir hatten Shellast als Starter, ne? Wir hatten Shellast und haben dann Shilock bekommen. Das, was quasi nicht effektiv ist. Wir haben jetzt Plinfa, dann würden wir hier Glutexo bekommen, oder nicht? Im Umkehrschluss. Und hätte ich Panflam genommen, hätte ich Bisaknosp bekommen. Ich weiß nicht, war Shilock hier in Gaia? Hatten wir nicht Draug, das Turtok damals? Aber wie gesagt, im Umkehrschluss müssten wir doch eigentlich Glutexo jetzt bekommen, da wir Plinfa als Starter genommen haben. Und dann potenziell halt Mega Glurak. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber jetzt, wo sie quasi was von Mega-Entwicklung erzählen, erinnere ich mich gerade wieder so ein bisschen daran, dass wir, glaube ich, einen Turtok hatten, aber ich kann mich auch irren. Ich habe mittlerweile, glaube ich, schon zu viele Hacks und Fangames gespielt. Ah, hast du schon den Item Finder benutzt? Unter anderem eben für die ganzen Move-Tutoren? Nee, das ist mir irgendwie zu langweilig. So, hier habe ich angefangen. Dann schauen wir nochmal. Sieht aus wie ein starker Trainer. Möchtest du dich mit Bell anlegen? Nee, das mache ich im Pokémon Schwarz und Weiß schon oft genug. Dann bis morgen, Shiro. Also ich weiß, in Pokémon Let's Go war es ja tatsächlich so geregelt. Da habe ich nämlich auch einen Glurak gehabt. Da konnte man ja beide Mega-Entwicklungen machen. Da konnte man sich ja quasi aussuchen, was man machen möchte, was ich irgendwie ziemlich interessant fand. Wenn du nach Walloon Town möchtest, dann brauchst du Surfer. Kannst du gerne rausrücken. Aber ich wollte gegen dich kämpfen. Okay. Kämpfen? Also ich persönlich würde sagen, competitive gesehen ist Y wahrscheinlich sinnvoller. Barschuft, du bist gefährlich. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich X auch schöner finde. Weil ich finde, Y sieht einfach gar nicht so viel anders aus. Und X hat halt schon eigentlich eine coole Farbe und einen coolen Zweityp. Aber, wie immer, ist doch nur meine Meinung. Crunch. Autsch. Okay. Aber wie gesagt, ich würde auch sagen, dass Y vermutlich, naja, besser ist im Kampf mit der Dürre. Es reicht nicht. Aber ja, wenn du weiter Crunch machst, nehmen wir mal Sorrel mit dem Eissplitter. Ja, ich weiß, Meinungen sind immer gefährlich, aber ab und zu muss man sie dann doch mal äußern, ne? Also der Eissplitter macht wahrscheinlich nicht viel Schaden, aber hey, sowohl Magma als auch Barschuft konnten wir damit umnieten.
ist das denn für ein wild gewordenes Hühner-Emote? Um Gottes Willen. Lombre. Das Spiel will mir irgendwas sagen. Zum Beispiel, dass ich mein Lombre wieder benutzen sollte. Meinungen und Diskussionen in der Gaming-Fanbase. Ja, teilweise etwas anstrengend. Weil ich sag mal, ich find's ja überhaupt nicht schlimm, wenn Leute andere Meinungen haben und die auch kundtun, aber du kannst halt mit vielen Leuten einfach nicht diskutieren, weil die einfach nichts anderes akzeptieren als ihre eigene Ansicht. Na? Hast du Regengenuss oder... Nee, Regengenuss glaube ich schon mal nicht. Dann das andere. Also, das finde ich immer so schade irgendwie. Im Regen tut das alles schon so ein bisschen weh. Aber ich glaube, einen Bubblebean werde ich noch wegstecken. Ja, aber auch nur einen wahrscheinlich. Er tut schon so ein bisschen weh mit seinen Pokémon. Da muss Eiklei da wieder ran. Also Eiklei levelt uns da so ein kleines bisschen davon, aber okay. Wir haben ja halt auch nur 4 Pokémon, ne? Wir haben da nicht so viel Auswahl aktuell. Dann mal die Hidden Power. Irgendwas, was nicht unbedingt gerade nicht viel schafft. Wobei, eigentlich wird ja alles gereicht, um es zu besiegen. Du bist jetzt essen. Dann guten Hunger. Und was macht der Rest so nebenbei gerade? Also die typische Frage, die ich eigentlich immer mal zwischendurch stelle. Und jetzt ist keine Ausnahme. Schicken wir dich erstmal rein. Nur zuschauen. Ja, du bist auch nicht multitaskingfähig, Kai. Das habe ich mir also schon gedacht. Hallo Jules und Grüße zurück. Wieder die Fanfictions. Warten. Warten, bis du diese Twitch-Emote-Mail bekommst. Ja, ich würde ja gerne. Also ich fände das total cool, weil ich richtig viel Arbeit in die Emotes gesteckt habe und wissen will, wie ihr sie findet. Außer ihr wollt meine Gefühle zerstören, dann behaltet eure Meinung bitte für euch. Gucke einfach zu, Stream schauen. Aha. Bisschen spielen und spielen. Cosplay klingt auch gut. Fotoalben. Eventuell zeichnen. Ja, zocken, zuschauen, zocken. Zocken, wenn ich es mal so zusammenfasse. Fahrschulbogen. Das ist nicht so angenehm. Genau wie Klausur lernen, auch nicht. Ja, komm. Yay. Hin und wieder auf Twitter und Discord gucken ist auch immer gut. Mit halbem Auge Bundesliga. Ja, du schreibst. Woggle, ich hoffe nicht. Zocken. Twitch, mach hinne. Wir streamen so lange, bis sie drin sind. Problem ist, True Story, das Hamtaro-Emote, hat vielleicht 10 Minuten gedauert und wurde sofort approved, weil Hamtaro scheinbar geil ist. Und andere Emotes haben teilweise 5 Stunden gedauert. Wahrscheinlich liegt es auch einfach daran, wie viel die gerade zu tun haben. Deswegen, ne? Zuschauen. Du versuchst dir was Lustiges zu überlegen, dir fällt nichts ein. Das ist natürlich auch immer gut. Bisschen kämpfen. Ich müsste was für die Klausur tun. Ja, das ist auch immer so die Sache. Und arbeiten. Das klingt auch nicht ganz so entspannt. So, in dem Haus war ich. Pokémon Center. Dann nehmen wir erstmal die Seite. So, fragst du dich, was in der Zabulo Cave ist? Und warum die immer von einem alten Mann quasi abgeschirmt wird? Oh. Ich glaube auch, dass die Twitch-Leute Hamtaro lieben. Jeder liebt Hamtaro. Oh, danke. Okay. Nimm ich. Oder so. Was haben wir hier? Der Zabulo Tower. Mit den Geheimnissen der Mega-Entwicklung. Okay. Den haben sie mal eben aus Yantara City hergebracht, glaube ich. Gucken wir erstmal hier. Bell belohnt Trainer
die halt Potenzial haben mit einem Megaring. Das klingt gut, würde ich behaupten. Ausruhen nach zwei sehr stressigen und vor drei weiteren sehr stressigen Wochen. Dann hoffe ich, dass sie nicht so stressig werden, wie du erwartest. Ja, Jules, genau das wird es sein. Belle ist so schön und stark und schlau. Das macht mir Angst. Du hast deinen Spoon kaputt gemacht. Twisted Spoon. Okay. Steve, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also eigentlich sagen sie ja, dass Let's Go quasi schon Haupteditionen sind, aber für mich ist es halt eher so ein Spin-Off. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt immer übernehmen werden. Aber ich weiß es nicht. Verstärkt Psycho-Attacken. Ich hätte eine Hidden Power Psycho, aber sonst. Und hier kann ich wahrscheinlich dann weiter surfen. Ich kann mich entscheiden, welchem Pokémon ich den Megastein geben soll. Kennt ihr schon Mega Pumpkin, Glaciola, Florges und Empoleon? Ich leider auch nicht. Achso, hier ist die Höhle. Deswegen wird die Entscheidung da, glaube ich, nicht so schwer werden. Und in die Höhle darf ich nicht. So, da ist der Tower, da gehen wir auch noch hin. Ach, hier ist der Markt, aber eingekauft habe ich ja eigentlich. Hier ist wieder irgendwer, der sich keine Tür leisten konnte. Man muss Prioritäten setzen. Zabulo Cross. Eros City. Und irgendwelche Ruinen. Und Sharp Gust Strait. Okay. Okay. Weiß ehrlich gesagt gerade nicht, ob ich in den Turm sollte oder hierhin. Steve, ich habe dich gefunden. Da ist jemand mit einem Glurak-Hut. Das bist doch hundertprozentig du. Wobei, nee, er will Wablu fangen. Aber er hat schon 17 Wablu. Aber er hat die Glurak-Kappe immerhin. Also gibt's hier vermutlich Wablu. Was gibt's hier noch? Elektro-Pokémon potenziell. Okay, gucken wir uns mal so ein bisschen um. Wenn es hier wirklich, also Wablu wird es hier vermutlich geben, wenn er schon 17 Stück hat. Aber wenn es hier auch noch Elektro-Pokémon gibt, das könnte auch ganz interessant sein. Stimmt, es wäre sogar ein potenzielles Mega-Pokémon, jetzt wo du es sagst. Gucken wir uns erstmal einfach ein bisschen um. Fritzelblitz ist halt... Es ist für mich gar nicht mal so basic, weil ich es gar nicht so oft dabei habe tatsächlich. Aber mal gucken, was es hier vielleicht noch so gibt. Ja, der hat alle Wablu gefangen, deswegen gibt es hier keine mehr. Das wird es sein. Da haben wir zum Beispiel einen Wablu. Gut, wir haben natürlich auch... kein Flug-Pokémon. Ich noch nicht mal vor dem Wablu fliehen kann. Aber... Wablu ist toll. Aber Wablu ist auch schwer zu trainieren. Und in der Megaform ist es super toll, aber eigentlich... Ich glaube nicht, dass es unserem Team wirklich so gut tun würde. Also ich glaube, dass wir da auf jeden Fall bessere Alternativen haben könnten. Ich habe ungelogen Voltenso nur ein einziges Mal dabei gehabt und das war bei meinem Pokémon Alpha Saphir Let's Play. Ansonsten habe ich tatsächlich immer Minun und Plusle mitgenommen, weil ich die irgendwie süßer fand. Ob das immer so viel gebracht hat, ist die andere Sache. Werde mal kurz irgendwas nach vorne setzen, was vielleicht ein bisschen flotter ist. So, Fritzelblitz und Wablu haben wir jetzt schon gesehen. Also potenziell hat er noch ein paar mehr Wablus, die er fangen kann. Also ich werde, glaube ich, auch gleich erstmal in den Turm gehen. Mal schauen, wie weit ich da komme. Und dann hier vielleicht noch ein bisschen erkunden. Aber falls ich da wirklich potenziell auch noch was bekomme im Turm, dann wäre es vielleicht schlau, das zuerst zu machen. Huch. Weißt du, da kommt schon Pokémon, was richtig hoch vom Level her ist, offensichtlicherweise. Und was ist es? Wingull. Und ich kann noch nicht mal fliehen. Oh nein. Er wird Lightning Nova einsetzen und mich platt machen.
ist das mit Glaciola, die nicht fliehen kann? Meine Güte. Dann halt so. Aber gibt es hier echt nur das eine Elektro-Pokémon? Das ist irgendwie ein bisschen traurig. Ich hätte schon gerne noch ein bisschen mehr Auswahl. So Pikachu würde ich potenziell nehmen. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber das würde ich potenziell nehmen. Diese Vielfalt, ja, sie ist überwältigend. Ja, definitiv überwältigend. Ich weiß aber nicht, ob ich mir einen Fritzelblitz fangen möchte. Irgendwie bin ich noch nicht so überzeugt. Wo ihr immer die ganzen Grüße herholt im Chat. Aber Grüße zurück. Dann gehe ich doch erstmal in den Turm. Wenn ich da rein darf. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, das ist schon mal eine ganz gute Anlaufstelle. Schon wieder der Lavandia-Turm. So, willkommen im Sabuno Tower. So, wenn du es bis oben schaffst, dann bekommst du einen Mega-Ring. Okay. Das heißt, ich muss mich ja erstmal durchkämpfen. Okay. Ist es Pokémon-Liga-Musik? Naja, es ist auch ein wichtiger Ort. Was schickst du in den Kampf? Ah. Die sind schon ganz schön hoch vom Level her. Aber okay. Dann können wir hier wenigstens auch gut leveln. Ich hoffe nur, dass wir hier gut durchkommen mit vier Pokémon. Ich meine mich aus der Beta zu erinnern, dass es auch gar nicht so leicht war hier. Irgendwie schwant mir da sowas. Oh Gott. Diggersby! 29! Sollte ich hier schon sein? Oder sollte ich erst die Route machen? Bin mir da jetzt gerade nicht mehr so sicher. Vielleicht gehe ich doch mal gucken, wie hoch die Trainer auf der Route so sind. Um dann zu vergleichen, wo ich zuerst hin sollte. Das macht mir nämlich ein bisschen Angst, dass die... Also es geht natürlich alles noch, aber ich finde, das ist schon um einiges... höher plötzlich. Ich glaube, die Hamtaro-Begriffe werden wir auch nie wieder los, oder? Habe ich so das Gefühl. Die werden uns auf ewig verfolgen. Aber Eisstadt ist schon ganz praktisch. Wäre zwar sowieso schneller, aber ich muss ja nicht für alles einen Aurastrahl rausballern. Die sind einfach Kutschi. Ich habe keine Ahnung, was da eingesetzt wird. Ich werde es herausfinden. Ich glaube vor allen Dingen so Hamha und Baikyu, das wird irgendwie, ah, du bist das, sehr oft benutzt. Und Leute, die das nicht kennen, denken sich dann so, hä, geht's dir gut? Ich denke mir sowieso manchmal, wenn ich tweete, was ich halt streame und Leute das lesen, die halt selbst streamen oder dass irgendwelche Twitch-Leute lesen oder irgendwelche PR-Leute von Nintendo oder so. Autsch. Weil ich habe ja tatsächlich auch ein paar Leute aus dem Nintendo-Presseteam, die mir folgen. Dann denke ich mir jedes Mal so, was denken die sich, wenn ich dann irgendwas von Hamtaro und Kuchi und Hamha schreibe? Um Gottes Willen. Aber okay. Das nächste Mal, wenn ich dann irgendwie ein Spiel anfrage, kommt auch. Also irgendwie bist du schon seltsam. Ja, deshalb wurde mir das Teddy-Spiel damals geschickt. Sie haben es damals schon gewusst, dass ich nicht ganz dicht bin. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wer sich selbst zu ernst nimmt und wer generell das alles zu ernst nimmt, ist auch langweilig. Kann ich aktuell auch gerne mal Hamtaro streamen oder... in der Vergangenheit auch mal Nintendogs oder was weiß ich. Das finde ich aber eigentlich auch, wie gesagt, ganz cool, dass man
solche Spiele spielen kann, wie, ich nehme mal Persona 5 als Beispiel, weil das doch ein sehr tiefgründiges und düsteres Spiel ist, oder Auxilia 2, aber im Gegenzug auch mal Hamtaro oder so. Das ist doch eigentlich auch ganz schön. So. Lassen wir das nochmal kurz. So. Ach, die Frage hat sich, glaube ich, erübrigt, wo ich gleich weiter muss. Ich hätte nur 2 Schritte weitergehen müssen, dann hätte ich mir das auch selbst erahnen können. Aber okay, ich hab's heute irgendwie nicht so damit. Ich merke das schon. Erst die Arena und jetzt das.